weiteren Folge. Wir fahren in eines neuen Simits Reality auf der Grünfelder Land. Mal wieder im Sägewerk. Es ist bei mir immer das gleiche, ne? Sägewerk, Feld, Sägewerk, Feld. Irgendwann demnächst muss ich auch nochmal in den Wald. Und warte mal. Fällt mir gerade was ein. Oder soll ich damit noch ein bisschen warten? Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich mir nicht so ein Gerät kaufe, um Bäume zu pflanzen. Oder ob ich mein Waldstück dann verkaufen soll. Ich habe keine Bretterpaletten im Lager. Aber komisch, ich dachte, ich hätte ja welche drin. Okay, ich habe auch schon länger wieder keine mehr produziert gehabt. Hat ja erst wieder angefangen, als das Elefantengras da war. Klingelingeling. Ja, bitte. Ja, Volker Runge hier, servus. Guten Tag. Was haben Sie denn gerade repariert? Der Herr Dies hat von Ihnen den Fliegelanhänger hergestellt zur Wartung. Ah, okay. Da müsste auch noch ein Frontlader von mir dabei sein. Frontlader habe ich keinen gesehen. Ich habe mir den Anhänger gebracht mit dem LKW vom... Ach so, den mit Aufbau hinten drauf. Ja, genau. Ah ja, okay. Passt. Ich dachte, Sie wären bei Ihnen am Hof. Nein. Okay, aber mir wurde gerade was abgezogen. Zur Werkstatt gebracht und hat gesagt, den Fliegel muss man warten von Ihnen und den LKW vom Herrn Müller. Mehr weiß ich aber noch nicht. Jo, okay, passt. Irgendwo soll noch ein Auto sein vom Herrn Jäger. Ja, davon habe ich keine Ahnung. Dann müsste ich irgendwie. Ah, ich hab's. Okay. Bis dann mal. Gut. Tschüss. Sehr schön, wir schon. Ja, bitte dir. Einen Moment. Ja. Schade, dass du uns auch selber auf. Ja, ja, also gleich. Aber erst, ich muss erst das Kommando erteilen. Ja. Der Polizist hatte zu mir gesagt, 15 waren beordert. Jo. Perfekt.
Ja, gut. Das Ding steht da, können Sie dann machen. Jo. Ich lade die aus, warte. Musst aber erst welche rausnehmen, damit ich dann wieder rausstellen kann. Wie viele hast du jetzt auslagern lassen? Eine steht draußen. Eine, okay. Moment. Nein, nicht sein, da muss noch irgendwo eine sein. Ja, das ist nur eine. Die hier. Kann aber eigentlich nicht sein, weil ich habe vorher nochmal zwei hier rein. Ah ja, doch, passt. Passt. So, 10 stehen da. Viel Spaß. Jo. Meld dich, wenn ich die anderen 5 noch machen soll. Ja. Ciao. Ich ruf dich kurz dann an. Jo. Perfekt. So. So einer würde mir, glaube ich, auch nicht so schlecht stehen. Muss ich mal, warte mal, ich lass mal in Katalog reingucken. 100.000 Euro kostet der. Ja. Du kannst irgendwie nicht sehen, kann das sein? Warum? Du hast nur 8 ausgelagert. Nein. Das sind keine 10. Eine stand da und 9 habe ich noch raus. Das kann nicht sein. Ja, dann such mal. Hier sind ja keine mehr. Das sind, wenn ich zählen kann, 8. Vier mal 8 sind 32, oder? Ja. Gut, 32 plus 32 sind 64. Ja. Gerade waren 68 drin plus eine, die hier draußen stand. Also, wie auch immer, ich hatte 8 ausgelagert, 10 insgesamt raus. Eine verschollen, 2. Ja, möglich. 1, 2, 3, 4, 5. Servus. Moin. Hi. Feld ist fertig. Jetzt bloß noch die Frage. Heulager ist auch voll. Oh. Und ich habe noch was drinnen. 25.000. Ja, dann zum Viehhändler. Viehhändler? Ja, einfach bei dem verkaufen. Aber für die Hühner hätte es auch noch Platz. Wirklich. Ja, ich vermute nur, dass da nicht alles reingeht. So, okay. Schmeiß zum Viehhändler. Und dann stellst du das gespannt zum Diesel auf den Hof. Und okay. Ich schnack mal kurz. Achso, nee, der ist nicht mehr da. Der Ladewagen auch. Ja, der gehört auch ihm. Okay. Passt. Jo, machen wir so. Ich komme dann auch gleich zum Diesel. Ja, passt. Gut, ciao. Ciao.
Also 110.000 für so ein Bemis, für so ein Benzer, könnte man sich auch mal überlegen, ne? Wo ich mir so ein organisieren soll. Nämlich kein Zivilfahrzeug. Ich hatte mir zwar mal eigentlich vorgenommen, dass ich mir ein Dings da, ein Fahrschulauto zulege, aber das habe ich ja nie gemacht. Auch aber mal irgendwann noch ein Auto. Hey, das war knapp. Gut, ich kann mal gucken. Alter, 130.000 Rocken haben wir. Klingeling. Oh, Bowser. Ja, voll wieder so normal. Servus. Kannst du. Achso, nee, warte, das war ja das. Nee, wir treffen uns beim Dings Diesel. Ich hab was vergessen. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ey, da habe ich doch etwas vergessen gehabt. Der Diesel hat doch letzte Woche, glaube ich, dass es letzte Woche war, angekündigt, dass er seinen alten Case, glaube ich, verkaufen will. Und ich hatte ja angefragt bei ihm, ob ich den für den Dings da kaufen könnte, für den Oberhauser, als Bezahlung sozusagen. Schon. Dann fahren wir direkt durch und dann muss ich hier weiter ansehen. Weiß noch nicht, ob er den mit Frontlader verkaufen wollte oder ohne. Aber das kann man ja dann. Nochmal klären, denke ich, im Nachhinein. Ich werde ihm den einfach mal hinstellen ohne Frontlader und ihm sagen, hier, schön. Viel Glück. Und dann kann er mit dem Diesel nächste Woche klären, ob er den Frontlader dazu kriegt oder nicht. Weil da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich hätte den großen Anhänger mitnehmen sollen. Dann hätte ich von hier Elefantengras schon wieder abladen holen können. Ah, der Case steht sogar alleine hier, oder? Steht das Ding. Sogar ein Pro. Aber nur ein 500er.
bestimmt den Schlüssel unterm Sitz. Ja. Ja, ist der richtige Schlüssel. Schon. Um den hier ging es letzte Woche, oder nicht? Ja. Hier, ich hab was für dich. Bitteschön. Was? The Ring Ring! Ring Ring. Guck mal, ob der Schlüssel hier passt. Volker Verona, hallo? Guten Tag, Herr Verona. Krüger hier. Kleine Frage. Feld 127 und 109. Kann das hinkommen mit 3 Hektar ungefähr? Nee. Nicht mehr. Wie viel? Müsste mehr sein? Müsste mehr sein. Wie viel würden das denn sein? Wissen Sie das? Moment, ich schau mal gerade, ob ich da was rausfinde. Nee, leider nicht. Wären Sie damit einverstanden, wenn ich Ihnen da einfach 3 Hektar berechne? Ja, klar. So. Weil ja, warten Sie mal. Doch, jeweils drei könnte hinkommen. Jeweils 3. Also ich war der Meinung, 109 ist kleiner wie 127. Ja, da haben Sie recht. Aber auf jeden Fall sind sie nicht beide zusammen 3. Dann fahren wir 4. Ja, machen wir. Gut. Okay, danke. Wiederhören. Bitte, tschüss. Haben Sie mir extra den Traktor gekauft? Noch nicht. Aber Sie können ihn schon mal mitnehmen. Was? Noch nicht, aber Sie können ihn schon mal mitnehmen. Okay. Also, sie haben mir jetzt schon einiges geholfen. Ich weiß zwar nicht mehr, ich glaube 20.000 wollte haben, gell? Das restliche Stroh 435 Euro. Soll ich das Ihnen noch geben? Das lassen Sie mal schön in der Tasche. Danke. Nicht wieder rausholen. Sonst sieht's noch einer. Weil ich gehe eigentlich hauptsächlich auf Rübentechnik. Und bräuchten Sie eigentlich eventuell Kartoffeln, Zuckerrüben, Karotten, halt was fürs für? Moment, 10, 20, 36, 38, ich muss kurz rechnen. Ja. 8, 16, 16, 26, 26 und 28 sind 26. 20, 54, 26, nee, Quatsch, 26, 28, doch 54. Ich bräuchte gelegentlich dann Karotten oder Rüben. Karotten kann ich dann auch mal ansehen, aber ich muss nachwechseln mit dem Neumann. Rüben nehme ich auch für die Hühnchen. Ich muss halt noch mit dem Neumann wegen Kredit und Felder und Maschinen. Mhm. Oh ja. Sie könnten sich auf jeden Fall direkt nochmal was dazu verdienen. Was? Also Sie könnten sich auch mal den... wenn Sie mit dem hier und dem Frontlader da drüben zu mir an den Hof fahren. Das ist nämlich mein Frontlader hier. Also der grüne. Den nicht könnt, der. Nee, der grüne, der JD. Und Leute. Oh. Passt dahin. Einfach mal direkt zum Hof fahren und die Eierpaletten auf die Seite stellen. Ah, okay. Ich bin dann aber schon dort. Von dem her können Sie dann gleich aufladen. Okay. Gut, bis später. Danke, wiedersehen. Ebenso, ciao. So, na. So richtig gefreut hat er sich ja noch nicht, aber es kommt, glaube ich, noch. So, dann fahre ich nämlich mal schnell rüber. Weil ich müsste dort jetzt ungefähr, also ich habe auf jeden Fall pro Stall 3 volle Eierpaletten. Das sind 18, 36.000.
Und ich muss eigentlich noch ein bisschen Geld machen, dass ich beim Krüger das abzahlen kann. Ja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch jetzt erstmal wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wild Farming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.